Hallo, ihr Lieben. Liebe Grüße aus meinem Duftstübchen. Ich habe heute für euch ein paar News für Montag und die neue Wiffbox ist da. Wiffbox vom Monat Juni. Die sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich war auch ein bisschen schockiert, weil die kommt sonst immer in einem Umkarton. Ich weiß nicht, warum es diesmal nicht geklappt hat. Diesmal wurde das Label direkt auf die Wiffbox geklebt. Die Wiffbox wurde zugeklebt. Sieht natürlich jetzt dementsprechend aus. Ich fand es ein bisschen schade. Aber naja, wichtig ist ja der Inhalt. Aber bevor ich euch den zeige, möchte ich euch noch kurz auf jetzt kommenden Montag aufmerksam machen. Und zwar, wir hatten ja vor einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 6 Monate, 8 Monate, die Zeit, die ist so schnell rumgegangen, hatten wir ja diesen Torhammer im Angebot. Wenn ihr euch da noch dran erinnert. Also was heißt im Angebot? Der ist rausgekommen und der hat damals 106 Euro gekostet. Und viele von euch haben sich den ja auch schon gekauft. Aber einige haben ihn halt leider nicht bekommen und haben dann auch gesagt, sie hätten ihn gerne noch und hin und her. Und jetzt am Montag habt ihr die Möglichkeit, da kommt der Torhammer wieder zurück. Und zwar, Moment. Thors Hammer wird kosten, haltet euch fest, 64 Euro. 64 Euro für die Duftlampe. Hier oben den Deckel, den könnt ihr abnehmen. Das hier ist, ja, so, das ist, also das ist fest, ne? Das sieht jetzt aus, als wäre das hier so eine Lederschlaufe oder sowas. Also die ist fest. Das ist richtig festes Material. Den Deckel hier, den könnt ihr abnehmen und da innen drin ist die Duftwachsschale und hier unten macht sie halt ihr Licht. Ansonsten macht die gar kein Licht, nur da unten diese Blitze. Kostet jetzt 64 Euro statt 106 und ob das nicht schon geil genug wäre, bekommt ihr auch noch 3 Duftwachse von dem Marbelduft. Realms? Oder so ähnlich. Nein, Realms, genau. Bekommt ihr 3 Wachsbare gratis noch dazu. Also ihr bekommt die Duftlampe plus 3 Wachsbars für 64 Euro. Am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr wird die Lampe online gehen. Es wird keine Warteschleife geben. Ja. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist aber blöd, weil weiß ich ja nie genau, wann die kommt. Ja, genau, das ist es. Wir wissen nicht genau, wann die kommt und somit werde ich ab 19.30 Uhr an meinem Laptop sitzen und versuchen zu gucken, wann die Lampe online geht, damit ich sie bestellen kann. Wenn ihr Vorbestellungen noch habt, meldet euch bitte bei mir. Ich bin morgen auf einer Konfirmation, bin aber am Samstagabend beziehungsweise dann Sonntag für euch wieder erreichbar. Bis zum Sonntagabend meldet euch bitte bei mir. Sagt mir Bescheid, ob ihr die Lampe haben möchtet oder nicht. 64 Euro für die Torlampe von Marvel, Thors Hammer, plus 3 Wachsbars gratis. Und jetzt kommt der Oberbrüller. Ich habe mich so gefreut. Viele von euch oder fast alle von euch werden Guardians of the Galaxy kennen. Und da gibt es ja den Groot und ja, Baby Groot. Ich liebe Baby Groot und wir hatten ja eine Zeit lang mal, ja, ich habe jetzt hier, mein Akku ist aber fast leer. Gab es auch damals, ich glaube auch in der Zeit, wo Thors Hammer kam, gab es hier diesen Buddy, diesen Groot Buddy. Den fand ich persönlich jetzt aber nicht so, mir hat er jetzt nicht so gefallen.
Fand ich sehr schade damals und habe immer gedacht, oh Gott, wie geil wäre das, wenn da mal eine richtig schöne Duftlampe rauskommen würde. Jetzt kommt der Hammer. Ihr bekommt auf jeden Fall den Sensi Buddy, den ich euch gerade gezeigt habe, auch ab Montag nochmal für 50 Euro inklusive Sendpack. Auch der ist günstiger geworden. Und es wird eine neue elektrische Duftlampe von Groot geben. Baby Groot von Marvel kommt als Mini-Duftlampe. Mir ist gestern fast das Herz weggeschmolzen, als ich dieses Bild gesehen habe. Schaut euch das bitte mal an. Und das ist jetzt nur auf dem Foto. Also ich möchte nicht wissen, wie geil die in live aussieht. Hammer, oder? Guckt euch mal die Augen an, das Gesichtchen. Richtig, richtig süß. Ich finde den richtig mega. Ich finde den richtig, richtig süß. Guckt mal, die Zähne und die Augen, die sind so realistisch, finde ich. Ich freue mich mega drauf. Er wird kein Licht machen, er ist ein Wärmer, definitiv, weil ihr seht hier hinten auf den Bildern, ist jetzt ein bisschen dunkel, weil wirklich mein Akku langsam abkackt. Hier hinten ist die Duftschale und hier seht ihr ist der Ein- und Ausschalter und die Kontrollleuchte. Daran könnt ihr schon erkennen, er wird an sich kein Licht machen, aber das ist mir total egal. Der ist so niedlich. Und oben in der Duftschale, ich habe das Bild jetzt hier leider nicht drauf, oben in der Duftschale steht drin, I'm Groot. Weil das ist ja so das Einzige, was er eigentlich immer sagt, I'm Groot. Baby Groot, die Duftlampe, wird kosten 85 Euro. Klar, teurer als Thor. Find den Preis aber echt angemessen, weil die wird garantiert auch mega geil verarbeitet sein. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Die sieht auf dem Bild schon hammermäßig aus. Die wird in live richtig, richtig gut aussehen. Da bin ich von überzeugt. Die ist auch definitiv meins, wenn ich schaffe, sie zu bestellen. Es wird auch keine Warteschleife geben bei Baby Groot. Die wird zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr am Montagabend irgendwann online kommen. Und was meint ihr, wer der Erste ist, der in dieser Angriffsposition sitzt und darauf wartet, dass sie rauskommt? Wenn ihr da Vorbestellungen habt, ich sage euch erst das andere. 85 Euro kostet der Baby Groot. Mega Angebot. Jetzt kommt's. Ihr bekommt zu diesem Baby Groot, oh, eine Fliege, auch 3 Marvel Wachsbars. Das ist zwar der gleiche Duft, also 3 die gleichen Bars, aber ich finde den Marvel-Wachs oder den Marvel-Duft finde ich auch lecker. Der ist, glaube ich, auch so ein bisschen fruchtig. Ich kann euch gleich mal die Duftbeschreibung vorlesen. Ihr bekommt die Lampe plus 3 gratis Wachsbars für 85 Euro. Ich habe gestern 3-mal nachgelesen. Ich habe 5-mal nachgefragt, ob das wirklich der Ernst ist. Ob es wirklich auch so ist. Nicht, dass ich mich jetzt anfange zu freuen und dann heißt es, nein. Es ist wirklich so. Ihr könnt euch drauf freuen. 85 Euro für die Lampe plus die Wachsbars. Ich freue mich mega. Ich freue mich richtig doll. So. Jetzt lese ich euch mal kurz die Duftbeschreibung vor von dem Marvel 9 Realms. Eine Heldenmischung aus Limettenschale und blauem Tee hält sie dank der zusätzlichen Durchschlagkraft von Lavendelblitzen mit dem Universum verbunden. Also, wie ihr hört, auf jeden Fall ist was Zitrisches drin, lavendelig, aber den Lavendel, den riecht ihr nicht raus. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Das ist eigentlich schon ein recht schöner Duft, aber ihr bekommt die 3 Wachsbars ja gratis dazu. Ich habe schon Vorbestellungen für die Lampe. Meldet euch bei mir, wenn ihr sie vorbestellen möchtet über mich. Also wenn ihr sie bestellen wollt über mich bis Sonntag.
Ansonsten geht ihr am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf meine PBS, meine Webseite. Alles klein geschrieben, Nadines, ne, mit ES, -traumduft.sensi.de. Und da unter Kollektionen wird die irgendwann in dieser Stunde auftauchen. Geil, oder? Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass ich sie bekomme. Wenn ich sie bekomme, werde ich sie euch natürlich zeigen, sobald sie da ist. Ich werde ein Live-Video dazu machen oder beziehungsweise ein Video dazu machen und werde euch diese Lampe zeigen. Diese Augen schon sehr. Ich finde die so süß. Richtig niedlich. Ich habe gestern schon gesagt, als Mama, da kriegt man sofort Muttergefühle, wenn man das sieht. So, wie gesagt, Montagabend, 13.06. Wer dabei ist, ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr sie bekommt. Und drücke natürlich auch mir fest die Daumen. So, ihr Lieben, jetzt geht's mit der Wiffbox weiter. Also wer von euch jetzt nicht wissen möchte, was in diesem Monat in der Wiffbox drin ist, der sollte jetzt abschalten. Ihr wisst ja aus den ganzen Posts ja mittlerweile schon, dass ihr diesen Monat wieder einen Zusatz bekommt zur Wiffbox. Letzten Monat waren es die Star Wars Wachse. Diesen Monat bekommt ihr einen Mini-Duftventilator und eine Doppelpackung Pots aus der Sommerkollektion. Das ist ein offenes Geheimnis, das weiß eigentlich jeder, dass es so sein wird. Ich habe heute die Haare gefärbt. Ich sehe aus wie Karl Napp. Naja. Und jetzt packe ich mit euch die Wiffbox aus und zeige euch, was drin ist. Die Wiffbox hat diesen Monat wieder einen Wert, einen Warenwert von 89,50 Euro. Ihr zahlt die 42. Wenn ihr sie euch über den Sensi Club holt, bezahlt ihr 10% weniger. Und wenn ihr ein Club-Abo macht und kommt über einen Gesamtwert von 85 Euro, dann könnt ihr euch die Wiffbox auch zum halben Preis sichern. Dann bezahlt ihr wirklich nur die 21 Euro und bekommt die Wiffbox im Wert von 89,50. So, Achtung, Achtung, wir werden sie jetzt öffnen. Alle, die es nicht wissen wollen, gucken jetzt bitte weg. So sieht sie aus. So. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch was. Nein. Also, wir haben in der Wiffbox wieder drin ein Hauch von Sommer. Ihr wisst ja, da ist immer dieser Flyer vorne drin. Ich brauche die Brille, ich kann es nicht sehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Sie sind eingeladen. Feiern Sie eine Strandparty. Laden Sie ein paar Freunde zum Entspannen ein und bitten Sie sie, Ihre Lieblingsrezepte für ein erfrischendes Getränk mitzubringen. Okay, und dann habt ihr hier so acht solcher Kärtchen. Könnt ihr ausschneiden und dann können die hier eintragen, die Zutaten für die Getränke und wie das Getränk hergestellt wird. Ja, also wie jeden Monat zum Thema Einlegeflyer von der Wiffbox kann man machen, braucht man nicht. Also muss man nicht. So, wir haben auf jeden Fall drin. Fangen wir klein an. Was ist denn hier los? Komm runter. Wir wollen dich sehen. Ihr habt drin in der Wiffbox einen Scent Circle Island Hopping.
ihr habt drin, der kostet 4,25 Euro, ne? Ihr habt drin einen Sandpack in Paradise Punch. Das ist was ganz lecker Fruchtiges. Das sind diese Duftsäckchen mit den Duftkügelchen drin, die normalerweise in unsere Buddies kommen. Die könnt ihr aber auch super toll für eure Wäscheschränke nutzen oder im Auto ins Handschuhfach legen, für kleine Räume zum Beduften. Ich habe zum Beispiel immer ein Sandpack an meiner Handtasche hängen. Ist natürlich auch immer, man wird halt angesprochen darauf. So, dann haben wir das, was es ja zusätzlich gibt, was ihr ja bereits schon wusstet. Einmal ein Doppelpack Sensi Pots in Peachy und Palm Trees. Das ist einer mit der geilsten Sommerdüfte, die ich gerochen habe. Der ist so pfirsig, richtiger, reifer Pfirsich. Und so ein Touch Bubblegum, finde ich, ist noch mit drin. Also ich mag den total gern, Peachy und Palm Trees. Dann bekommt ihr einen Mini-Fan-Diffuser, einen Mini-Duftventilator. Wenn ihr eh schon immer vorhattet, euch mal einen Mini-Duftventilator zu kaufen. Ihr braucht ja quasi einen Mini-Duftventilator und Pots, damit ein Schuh draus wird. Die Pots kosten 14,75 Euro. Der Mini-Duftventilator kostet 21,25 oder 21,75, irgendwie sowas. Auf jeden Fall seid ihr mit den beiden Teilen schon über 35 Euro. Ihr bezahlt aber für die komplette Wirfbox nur 42. Ja, könnt ihr mir soweit folgen? Also ihr bezahlt 6,50 oder sagen wir mal jetzt mal übertrieben, 7 Euro mehr. Und ich zeige euch jetzt gleich, was ihr für 7 Euro bekommt. Jetzt packen wir erstmal unseren Mini-Duftventilator aus. Coole Sache. Der sieht so aus. Ihr habt hier hinten das Anschlusskabel für das USB-Kabel, was dabei ist. Dieses USB-Kabel könnt ihr in euren Laptop stecken. Beim Arbeiten, an der Arbeit, auf dem Schreibtisch, Mini-Duftventilator angestöpselt am Laptop. Sobald ihr den Laptop startet, fängt der Ventilator an zu drehen. Der ist ganz leise, den hört ihr gar nicht. Und dann packt ihr euch einfach einen von den beiden Pots, packt ihr euch einfach hier oben rein. So. Und jetzt kann die Luft durch das Rotieren des Ventilators, zieht er hier unten Luft rein und pustet die hier oben durch die Sensi-Pot-Kügelchen. Da sind so Duftkugeln drin. Ich denke mal, das sind so Kugeln, wie auch hier in unserem Sandpack drin sind. Und dann habt ihr Duft im Büro, Duft zu Hause. Mega toll ist es mit dem im Auto. Ihr könnt den ja ans Radio anschließen oder viele von euch haben ja auch so einen Adapterstecker für den Zigarettenanzünder. Da schließt ihr den dran an und dann habt ihr im Auto immer frischen Duft. Ihr braucht keinen Wunderbaum mehr. Ihr könnt alles mit diesem Mini-Fan-Diffuser beduften. Ich muss mal kurz einen alten Pott holen. Ich zeige euch nämlich mal noch mal was. Moment. So, und zwar... Ihr habt ja das Ganze dann im Auto. Ich habe jetzt mal einen alten Pott geholt, weil ich will den neuen ja jetzt nicht schon auseinanderruppen. Ihr habt das Teil im Auto, ihr habt das in eurer Mittelkonsole. Bestenfalls habt ihr einen Getränkehalter, wo der genau reinpasst. Dann ist alles perfekt. Meistens, bei meinem Auto zum Beispiel, ist es so, da ist es natürlich nicht so, dass er passt.
Und dann kippt er immer mal hin und her oder er liegt vorne und dann habt ihr bei jedem bisschen, fällt euch euer Pott aus dem Duftventilator raus. Da habe ich einen Tipp für euch. Und zwar hat jeder Sensi-Pott von uns diese Banderole. Auf dieser Banderole steht der Duft drauf. Die könnt ihr abziehen. Dann setzt ihr den Pott in eurem Mini-Duftventilator und klebt diese Banderole einfach oben drüber. Seht ihr das? Dann kann das Teil in eurem Auto am Kabel rumbaumeln, wie es möchte. Ihr werdet den Pott nicht verlieren. Ihr seht trotzdem noch, was ihr für einen Duft drin habt. Der blockiert nicht viel an der Luftdurchlässigkeit. Und ihr habt nicht mehr das Problem, dass euch euer Sensi-Pott aus dem Ventilator rausfällt. Ist eine mega Sache. Absolut cooler Lifehack. Muss man erstmal drauf kommen. Erleichtert das Leben ungemein, möchte ich sagen. Kleben wir den jetzt wieder hier drauf. So. Der geht auch rückstandslos wieder ab. Da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken zu machen. Und dann habt ihr in eurem Auto immer richtig tollen Duft. Und braucht euch über Wunderbäume und Co. keine Gedanken zu machen. Vor allem könnt ihr hier, wenn ihr euch mehrere Pots in euer Auto legt, ihr könnt die ja auch jederzeit wieder rausnehmen, packt die wieder in eure Verpackung, nehmt euch einen anderen Duft. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also wenn ihr morgen Lust habt auf Apfel und übermorgen sagt ihr, ich kann den Apfel nicht mehr riechen, dann macht ihr das Apfelding raus und macht euch Kirsche rein. Oder Vanille oder Erdbeer oder auf was auch immer ihr Lust habt. Wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Duftrichtungen an Pots. Die könnt ihr auch alle auf meiner Webseite sehen, was es da gibt. Diese Mini-Fan-Diffuser, die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen anderen Farben. Also die gibt es jetzt nicht nur in diesem Mint. Momentan ist sie ja in Mint in der Wiff-Box drin. Was aber auch nicht bedeutet, dass der jetzt für immer in Mint in der Wiff-Box drin ist. Wenn der Minte ausverkauft ist, dann werden die mit Sicherheit auch auf eine andere Farbe umswitchen. Das kann euch durchaus passieren. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die rosa da reinpacken, weil es mit Sicherheit ja auch Männer gibt, die sich mal eine Wiff-Box leisten wollen. Nicht jeder Mann steht auf rosa, auch nicht jede Frau steht auf rosa, davon ab. Aber hier könnt ihr mal sehen, die gibt es in ganz verschiedenen Farben. In Silber, in Roségold, in Schwarz. Dann dieses marmorierte Schwarz-Weiß. Dann dieses Weiß-Schwarz marmoriert. Dieses Pinke in diesem Pastell. Und Hellgrau. Der Blaue ist hier nur oben als Bild abgebildet. Ja, ihr habt jedenfalls, wenn ihr den einzeln bestellt, habt ihr die Wahl zwischen 8 verschiedenen Farben. In der Wiff-Box selber ist er jetzt in Mintgrün drin. Finde ich aber eigentlich eine schöne Sommerfarbe. Und ihr bekommt einen Doppelpack. Das sind 120 Stunden Duft. 120 Stunden, die ihr erstmal verfahren müsst. Es ist auch kein aufdringlicher Geruch. Das ist eine ganz leichte Duftnote. Ich finde das sehr angenehm. So. Jetzt sind wir ja wieder beim Thema Wiff-Box. Hallo? Hör auf. 35, 50, glaube ich, kosten die zwei Teile zusammen. Ihr bezahlt für die Wiff-Box 42. Das sind 6,50 Euro, ne? Die ihr mehr bezahlt, als würdet ihr das nur nehmen. Ihr bekommt den Ventilator und die Pots. Und für 6,50 Euro bekommt ihr, das zeige ich euch jetzt nochmal, ihr bekommt den Scent-Circle, der drin ist. Für 4,25 Euro, ihr bekommt den Scent-Pack, der 10 Euro kostet, dazu. Dann bekommt ihr einen Wachsbar Pina Colada Cha-Cha.
Das ist extra ein Duft für die Wiffbox. Den gab es damals mal, ich glaube, bei den Bring Back My Bars. Oh Gott, geht gar nicht auf. Der riecht lecker nach Cocktail, nach Ananas. Ich finde ein bisschen kokosmäßig, aber halt sehr ananasig, wie der Pina Colada halt schmeckt. Den bekommt ihr. Der kostet 8,50 Euro schon alleine. Dann haben wir noch einen Pineapple Packer drin. Pineapple Packer, das ist richtig leckere, fruchtige Ananas. Warum gehen die denn heute so schwer auf? Ja, das ist Ananas. Nichts anderes als Ananas. Sehr fruchtig und frisch. Den bekommt ihr dabei. Und jetzt bekommt ihr mega eine unserer Duftblumen. Die Duftblume alleine, die kostet schon, jetzt muss ich wieder gucken, ob 21. Wenn man die Preise nicht im Kopf hat. Ich komme immer mit dem 25 und 75 durcheinander. Auf jeden Fall ist die Duftblume in Coastal Sunset. Mega cooler Duft. Die Duftblume einzeln kostet schon 22,75 Euro. Habt ihr noch im Hinterkopf, was ich euch gerade gesagt habe? Ihr zahlt 6,50 Euro mehr zum Einzelkauf von Duftventilator und Pots. Ihr bekommt eine Duftblume für 22,75 €. Ihr bekommt zwei Wachsbars für 17 Euro. Ihr bekommt hier noch ein 10 Euro Scentpack obendrauf und einen Scentzirkel für 4,25 €. Ich weiß jetzt nicht, wer mitgerechnet hat. 23 mal grob überschlagen, 17 sind schon 40, 50, auf jeden Fall über 50 Euro, was ich hier in der Hand habe, was ihr für die 6,50 € bekommt. Dann bekommt das, kommt im Endeffekt ja on top noch oben drauf. Ihr bezahlt für alles zusammen 42 Euro und habt einen Warenwert von 89,50 Euro. Duftblume ist in Coastal Sunset. Auch das kann im Notfall oder im Ernstfall variieren, wenn Coastal Sunset aus sein sollte. Weil es werden sicherlich viele Wiffboxen diesen Monat verkauft. Weil es einfach ein super geiles Angebot ist. Coastal Sunset ist cremige Kokosnuss und Sandelholz. Bilden die perfekte Basis für Amethystamber. Ist ein holziger Duft. Ist aber ein schöner Duft. Hör auf. Und ja, da bekommt ihr die Duftblume dabei. Jetzt gucken wir noch mal kurz, ob es die Dahlia Darling oder die Buttercup Belle ist. Hinten drunter steht beides. Das kann ja nicht beides sein. Ah, es ist auf jeden Fall eine Dahlia Darling. Die mag ich persönlich am liebsten. Das kann sie wieder irgendwie zusammenbekommen. Die habt ihr auch noch dabei. Die bekommt ihr quasi ja schon geschenkt, weil ja der Wert ja mit dem Duftventilator. Mit dem Duftventilator und den Pots und einem Wachsbar ist der Wert der Wiffbox ja schon überschritten. Also der Verkaufspreis. Und deswegen, also ihr habt wie gesagt eine mega coole Wiffbox. Das ist alles drin. Lohnt sich diesen Monat mal wieder richtig.
Letzten Monat war es mehr was für Star Wars Fans. Diesen Monat ist es wirklich für jeden was. Duftventilatoren im Auto oder an eurem Laptop, an eurem Arbeitsplatz, für unterwegs. Mega. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag bzw. wunderschönen Abend. Und ja, freue mich drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Und bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.